So, meine lieben Damen und Herren, es geht weiter. Ich habe ein neues Headset bekommen. Das ist schonender für unsere Ohren, weil es ja vorhin so geknarrt hat. Ich hoffe, das hält länger durch als das vorige. Jetzt haben wir es zu tun mit Räumen und Orten an der Hochschule und die Frage, wie man die umgestaltet oder gar neu denken kann. Und diese Frage stellt nicht nur ich mir oder Sie sich, sondern auch unseren beiden Gästen, Tobias Scheder und, weil wir ja hybrid sind, eine Digitalveranstaltung haben, Bastian Koch. Und ich soll unbedingt sagen, dass er sich aus Augsburg zugeschaltet hat, also länderübergreifend außerhalb von NRW. Hallo, Herr Koch. Zusammen mit Ihnen, also Herrn Scheder hier live vor Ort in Bochum und Bastian Koch digital, aber aus Augsburg, begeben wir uns heute auf eine Reise, die laut Ihnen viel Potenziale aufzeigt, aber auch der, auf der auch viele Hürden überwunden werden müssen. Dazu haben Sie ein Projekt und ich habe mir auch extra sagen lassen, wie man es ausspricht. Ready, haben Sie 8 Thesen aufgestellt, die wir jetzt gerne hören möchten. Deswegen würde ich jetzt an Sie, lieber Herr Scheder und lieber Herr Koch, übergeben und wir freuen uns auf Ihren spannenden Vortrag. Herzlichen Dank. Ja, es wurde gerade schon gesagt, wir beschäftigen uns mit hybriden Lehr- und Lernräumen und das war auch unser Modus für das gesamte Projekt. Deshalb übergebe ich direkt an Sebastian Koch. Bastian Koch. Ich hoffe, wir können ihn hören. Wir können dich leider noch nicht hören, falls du uns hörst. Ich guck mal in Richtung Regie. Ich kann euch hören. Könnt ihr mich auch hören? Ja. Okay, wir hören dich. Basti, du hast das Wort. Gut, dann sage ich es nochmal Augsburg, wie der Schwabe sagt. Also von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen zu unserem Werkstattbericht. Wir haben euch heute 8 Thesen mitgebracht, die wir während unserer Arbeit an der Realisierung hybrider Lehrräume im Projekt Ready entwickelt haben und Ready steht für Rollout and Empowerment in Design and Engineering Education. Und im Ready-Projekt sind wir angetreten, den digitalen Raum mit dem physischen Raum zusammenzubringen, um eine neue Art des Lernens und Lehrens zu ermöglichen. Und dabei sind wir erwartungsgemäß auf einige Hürden gestoßen, haben aber auch sehr viel gelernt und schließlich dann unsere ganz eigene Lösung gefunden. Ich habe nochmal die Aufgabenbeschreibung mitgebracht aus dem Antrag. Ich gebe euch ganz kurz Zeit, die zu lesen. Also, liest sich ziemlich anspruchsvoll, oder? Also uns ist es dabei auch so gegangen und wir haben immer gedacht, wir können ja nicht die Einzigen sein, die dieses oder jenes Problem beackern. Und deshalb freuen wir uns heute dabei sein zu können und auf dem University Future Festival in den Austausch zu gehen und unsere Thesen vorzustellen. Tobias. Genau, wir präsentieren heute einen Teil unserer Reflexion und geben erste Einblicke in das, was wir schon geschafft haben. Wir sind mittendrin. Deshalb kann es nur ein Ausblick sein. Denn die Vision unserer hybriden Design Engineering Studios, die wir hier mal von Midjourney haben visualisieren lassen, muss sich immer an der Realität prüfen lassen. Denn die weichen doch stark voneinander ab. Das in Einklang zu bringen, sich nicht entmutigen zu lassen und weiter an der Entwicklung und Realisierung von neuen Lehr- und Lernorten zu arbeiten, sich auszutauschen und voneinander und miteinander zu lernen, ist unser Antrieb, hier zu sein. Wir sehen hier unser AR-VR-Space, welcher sich zum Erarbeiten und zum Entwickeln von AR- und VR-Anwendungen genutzt werden soll, aber gleichzeitig auch, um diese dann in größeren Gruppen präsentieren zu können. Leider noch ohne die technische Ausstattung, denn Lieferschwierigkeiten. Genau,
Bis wir so weit waren, wie wir auf dem Bild sehen, gab es einiges zu tun und da sind viele Menschen daran beteiligt gewesen. Daher möchten wir kurz unser Projektteam vorstellen. Allen voran unsere studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte Simon Schnittger, Olivia Oesen und Timo Stürmer, die richtig viel auch aus der studentischen Perspektive eingebracht haben. Susanne Gläser als Teamleiterin Medien in der Lehre am Zentrum für Lehrentwicklung an der TH Köln. Und Christine Muth, die uns vor allem bei der Finanzabwicklung, Beschaffung als Stichwortzeichen nur gesagt, unterstützt hat und als Projektleitung und Ideation Bastian Koch und mich. Gefördert wird das Projekt von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre, heute auch unser Gastgeber, und ist eben verankert am Zentrum für Lehrentwicklung an der Technischen Hochschule Köln. Zu Beginn unserer Reise haben wir uns ein Zitat aus den 10 Leitlinien des Stifterverbandes sehr zu Herzen genommen. Das ist das. Ich bin studierter Innenarchitekt und habe mich schon mehrfach mit der Gestaltung von Design Thinking Spaces und Arbeitsplätzen auseinandergesetzt. Als Lehrender, der ich schon seit einigen Jahren an Hochschulen tätig bin, habe ich selbst auch Erfahrung gesammelt und daher kenne ich die Rolle des Raumes als dritten Pädagogen ziemlich gut. Ich weiß also, dass Räume in ihrer gesamten Komplexität gedacht und bearbeitet werden müssen und dabei auch aktuelle gesellschaftliche Themen, zum Beispiel Open Educational Resources, zu integrieren sind. Doch wie machen wir das? Das, die Wahl eines geeigneten Arbeitsmodus war auch Teil unseres Projektauftrags. Ja, genau. Wir haben ja gerade schon gehört, Design Thinking, und entsprechend haben wir uns auch für den Design Thinking Prozess entschieden und vielleicht nochmal ganz allgemein für diejenigen, die damit noch nicht so viel anfangen können. Design Thinking kann man zusammenfassen als einen nutzerzentrierten Prozess zur Problemlösung. Dieser Prozess, diese Art zu arbeiten, ist in den 50er Jahren in den USA an der Stanford University entstanden und dann weiterentwickelt worden. Und er beschreibt eigentlich den Wandel vom Designbegriff weg von der Beschäftigung mit der Funktion und Ästhetik des Endproduktes, also dem Design mit dem großen D am Anfang, hin zum Handeln, also dem designerischen Vorgehen oder dem Design mit kleinem D. Und die Kernidee ist dabei, mit dem Einsatz designerischer Methoden und Arbeitsweisen, also dem Entwerfen, Testen, Überarbeiten, in Denk- und Kollaborationsprozessen zu arbeiten, also das auf einen anderen Kontext anzuwenden. Genau, das ist sozusagen das, was wir uns als Anspruch genommen haben, und wir haben dann im Designprozess verschiedene Phasen. Also wir haben die Auseinandersetzung mit dem Kontext, wir haben Problemdefinition, wir haben Ideenentwicklung, wir haben Prototypenentwicklung, Tests und Implementierung. Wichtig dabei, es handelt sich eher um Aktivitäten statt aufeinanderfolgende Phasen, oder besser, es sind verschiedene Perspektiven, zwischen denen wir wechseln. Dieser Prozess ist nicht linear und beinhaltet Rückkopplungsschleifen, sodass wir Feedback und Erkenntnisse in die weitere Entwicklung einfließen lassen können. Im Ready-Projekt sind wir nutzerzentriert vorgegangen, indem wir Lehrende und Studierende eingebunden haben, aber auch andere Akteure. Wir haben interdisziplinär mit Architekten, Designerinnen, Entwicklerinnen und Didaktikerinnen gearbeitet. Und als Methoden haben wir Workshops eingesetzt, in denen wir ko-kreativ gearbeitet haben. Wir haben Interviews geführt und immer wieder Feedback zu Arbeitsständen eingeholt. Genau, vielleicht noch einige Aspekte, die uns wichtig waren bei der Arbeit während des gesamten Projektes. Einmal dieses Dreieck auf der linken Seite, also Innovationen müssen für uns im Spannungsfeld von NutzerInnenbedürfnissen, technischer Machbarkeit und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stattfinden, sonst können sie nicht funktionieren in diesem Kontext Hochschule. Im Quadrat die ganzheitliche Betrachtung der Lernräume eben über den physischen Raum hinaus, und im Kreis die Berücksichtigung der vielen relevanten Dimensionen einer guten Nutzererfahrung, also alles das, was eben dazugehört zu dieser NutzerInnenerfahrung. Diese Aspekte waren auch gleichzeitig unser Filter, als wir mit der Best-Practice-Recherche angefangen haben. Damit kommen wir auch zur ersten These von unseren 8 Thesen, auf denen auch alle weiteren Thesen aufbauen. Denn der Raum bestimmt das Denken.
Wir haben hier zwei ganz plakative Beispiele mitgebracht. Beide Male geht es um Essen. Wenn wir drauf schauen, haben wir komplett unterschiedliche Erwartungshaltungen, was für ein Erlebnis wir da haben werden. Denn sie unterscheiden sich sehr stark. Das zweite Beispiel, das wir mitgebracht haben, dafür schwenken wir auf Räume, in denen Wissen ausgetauscht, vermittelt und zusammengearbeitet wird, haben wir das Gensler Basecamp Office in London. Das ist ein Architekturbüro. Wir haben extra sehr breit geguckt, was tut sich denn da gerade bei den generell Arbeitsräumen. Und was hier ganz besonders ist, was man aber sofort auch ablesen kann, hier passt sich der Raum dem aktuellen Bedarf an. Aus einem großen Gruppentisch, der für Meetings oder gemeinsames Essen genutzt werden kann, wird ein Auditorium, in dem Vorträge gehalten, Filme angesehen, Theater aufgeführt oder gepitcht werden kann. Es gibt also eine Nutzungsüberlagerung, das ist ganz wichtig für unser Projekt. Die Funktion und Intention ist durch Markierung am Boden, das ist jetzt für euch ein bisschen schwierig zu sehen hier, gut zu erkennen und durch Merkmale wie Rollen und Scharniere an den Möbeln sehr gut abzulesen und damit intuitiv erfahrbar. Die dritten Beispiele, die wir mitgebracht haben, das ist einmal das Toymaker Lab vom MIT. Hier sehen wir flexible Möbel, die auch eine kurzfristige Erweiterung des Raumes ermöglichen, was gerade bei kleinen Räumen echt extrem vorteilhaft ist. Auf der anderen Seite eher futuristisch anmutend das Ausbildungszentrum im schweizerischen Gordola. Das ähnelt eher einem Makerspace, der einlädt, neue Technologien kennenzulernen, zu probieren und anzuwenden. Wir sehen in allen Beispielen, der Raum als dritte Pädagogin spielt eine wichtige Rolle, weil sie das Potenzial besitzen, Arbeitsmodi und Situationen zu ermöglichen oder auch zu verhindern, Stimmungen zu fördern oder zu unterminieren und Verhalten zu begünstigen oder zu erschweren, also das Denken der in ihnen agierenden Person zu beeinflussen. Daher unsere erste These. Damit aber nicht genug, denn die Wahl der Materialien, der Beleuchtung und des Mobiliars, die fließen zusammen und sie bilden das Setup, in dem wir denken, in dem sie verschiedene sensorische Erfahrungen für Seh-, Tast-, Geruchs- und Hörsinn bieten. Denn all das beeinflusst unser Denken, was auch die Extended Mind Theory zeigt. Genau, Extended Mind Theory, ich weiß nicht, wer das kennt, ist von den Philosophen Andy Clark und David Chalmers entwickelt worden und sagt, dass die Welt selbst Teil des Denkprozesses ist und dass wir gemeinsam mit der Welt ein sogenanntes kognitives System bilden. Man kann sich das vielleicht vorstellen, wenn man die Arbeit mit Post-its betrachtet, wo man zwischenzeitlich das, was man so im Kurzzeitgedächtnis im Arbeitsspeicher hat, auf einen Zettel schreibt und das dann sozusagen vor sich sammelt und manipulieren kann. Und wenn man dann noch mit mehreren Personen gemeinsam mit diesen Post-its verschiedene Dinge durchdenkt, dann wäre das ohne diese Post-its in dieser Form nicht möglich. Das heißt, die Objekte, die uns umgeben, helfen uns beim Denken und sind Teil dieses kognitiven Systems. Emma Marx wirft im Neuen Narrative Magazin die Frage auf, wie können wir Räume gestalten, die uns beim Denken unterstützen? Und gleichzeitig hat diese Frage auch eine politische Dimension, weil es dann darum geht, um Bildungschancen und um Zugang zu diesen Räumen und Umgebungen. Das heißt aber auch, wir prägen nicht nur, sozusagen der Raum prägt nicht nur das Denken, sondern unsere zweite These lautet, das Denken bestimmt auch den Raum, weil Räume und Menschen sich gegenseitig prägen. Und jeweilig vorherrschende Weltanschauungen und Paradigmen bilden dabei den Rahmen. Hier im Beispiel Space Age aus den 60er Jahren geht es um Aufbruch, um neue dynamische und futuristische Formensprache, um Optimismus und schließlich wird sogar das eigene Wohnzimmer zum Raumschiff. Auch in Bezug auf Lehren und Lernen verändern sich die Paradigmen. Es geht zukünftig weniger um Wissensvermittlung und mehr um Problemlösung und Handlungsorientierung. Das heißt, wir brauchen auch andere Lehr- und Lernräume. Es stellt sich also die Frage, welchen Mehrwert bietet eine Hochschule zukünftig als Ort? Welche Funktion erfüllen die Räume mit welchem Ziel? Und warum überhaupt sollten Studierende und Lehrende die Hochschule als Ort aufsuchen? Wir wissen, dass Räume das Denken beeinflussen, dass bestimmte Aufgaben bestimmte Arten zu denken und zu arbeiten erfordern und dass Arbeitsweisen wie problembasiertes Lernen und transdisziplinäre Zusammenarbeit im Team besser in den dafür geeigneten Räumen funktionieren.
Es wird also Zeit, dass dieses Wissen auch die Räume an Hochschulen prägt, anstatt andersherum. Und die Kernfrage lautet dann, wie können wir bessere Räume denken? Ja, um bessere Räume, andere Räume denken zu können, haben wir uns erstmal die Aktivitäten angeschaut, welche in den Räumen stattfinden und welche Komponenten dabei eingesetzt werden. Wir haben einmal das große Auditorium mit gestaffelter Anordnung für große Gruppen, Diskussion und Wissensvermittlung in großen Kohorten, Gruppenarbeiten in kleineren bis mittelgroßen Gruppen, Kleinpräsentationen und Austauschformate für Expertinnen und Großgruppen, wie beispielsweise in Planspielen, physische Erfahrungen in Werkstätten oder Laboren. Ausgeklammert haben wir extra Prüfungsaktivitäten, weil die einfach nur temporär sind und ein Spezialgebiet. Bei Vortrags- und Diskussionsformaten wie auch Kleinpräsentationen hat durch die Integration von Video- und Tonübertragung eine Hybridisierung zum Teil schon stattgefunden, wenn auch noch nicht barrierefrei und teilweise sogar auch mit neuen Barrieren. Wir müssen ja erstmal wissen, wie das alles funktioniert. Bei Gruppenarbeiten ist die digitale Kollaboration noch relativ schwierig, wenn nicht jeder an seinem eigenen Endgerät sitzen möchte, was die physische Interaktion im Raum dann wieder verändert oder erschwert. Bei Werkstätten oder Laboren ist die digitale Erweiterung schwierig und beschränkt sich aktuell ja meist auf Fernsteuerung oder Systemüberwachung per Video und Audio. Hier gibt es noch deutliche Potenziale. Aber was sind eigentlich die Unterschiede zwischen dem physischen und dem virtuellen Raum, wie wir ihn immer nennen? Werfen wir gemeinsam einen Blick auf die Qualitäten. Der physische Raum, in dem wir uns hier befinden, manifestiert sich durch seine sensorischen Qualitäten und die Dinge, die uns dort zur Verfügung stehen. Es ist allerdings notwendig, dass wir hierher kommen oder an den physischen Ort, dass wir Zugang erhalten, Stichwort Zugangsberechtigung, das wird so der ein oder andere kennen, das Problem, und dass genügend Platz darin auch ist. Während der virtuelle Raum, der manifestiert sich ortsunabhängig, allerdings auf verschiedensten Endgeräten und damit auch in unterschiedlichsten Qualitäten. Beispielhaft als multimediale Anwendung mit einer VR- oder AR-Brille und Tonwiedergabe oder meistens als zweidimensionales Abbild auf einem PC, Tablet oder Smartphone. Ohne Endgerät ist er nicht erreichbar, was wiederum einen sozialen Aspekt der gleichberechtigten Teilhabe aufwirft. Im Unterschied zum physischen Raum brauche ich neben der Adresse und der Zugangsberechtigung also auch ein Endgerät, um den virtuellen Raum zu erreichen. Dafür sollte immer genug Platz darin sein, denn im Unterschied zum physischen Raum brauche ich meistens keine großen baulichen Maßnahmen ergreifen, um ihn zu vergrößern. Wie bekommen wir den physischen und den virtuellen Raum jetzt aber in einem hybriden Raum zusammen? Wir verstehen den hybriden Raum in unserem Projekt als eine Kombination aus physischem und virtuellem Raum. Er manifestiert sich also zum einen physisch, zum anderen integriert er ortsvielfältige virtuell Teilnehmende. Gemeinsam haben der physische und virtuelle Raum, dass sie sich vorrangig visuell und auditiv erfasst werden, was die Verbindung wiederum relativ niederschwellig ermöglicht. Dadurch wird offenbar, dass aber für jede Aktivitätsform, hier Stichwort Lehrkonzepte, das Maß zwischen physischem und virtuellem Anteil ganz bewusst und genau gewählt werden muss. Ist der Bedarf nach sensorischen Qualitäten hoch, so wird der physische Raum gewichtiger, sind dagegen die Bedarfe für reine Wissensvermittlung in großen Kohorten hoch, steigt eher der virtuelle Anteil. Im hybriden Raum haben wir also physische und soziale, didaktische und digitale Aspekte, die wir zu berücksichtigen haben, womit sich zeigt, dass der hybride Lehr-Lernraum größer ist als der physische Raum. Ja, genau. Lehr-Lernräume erstrecken sich über den physischen Raum hinaus in viele Dimensionen und Richtungen und wie wir eben gehört haben, zum Beispiel in den digitalen Raum. Hinzu kommt auch der soziale Raum an einer Hochschule samt der verschiedenen Konstellationen von privaten und öffentlichen Räumen. Und Studierende treffen in Räumen und an Orten zusammen, die die Möglichkeit und die Qualität dieses Zusammentreffens eben durch ihre Beschaffenheit beeinflussen. Ganz einfaches Beispiel: haben wir eine Sitzecke im Lehrraum, in der ein Studierender auch mal mit einem Lehrenden im informellen Gespräch bei einem Kaffee zusammentreffen kann. Wir haben uns auch noch weitere Fragen gestellt, wie auch sich Orte und Räume untereinander vernetzen lassen, die vielleicht an verschiedenen Orten und Standorten sind. Und wie kann nach außen in die Community sichtbar werden, also in die Hochschul-Community, was in den Räumen an der Hochschule erarbeitet wird und wie diese genutzt werden?
Zu diesem Zweck entsteht im REDI-Projekt eine Art digitaler Zwilling, der zum einen die Handhabung der an den verschiedenen Orten und in verschiedenen Räumen verteilten Komponenten vereinfachen soll und zum anderen möglichst übergangslose Arbeitssitzungen an verschiedenen Orten ermöglichen soll. Außerdem soll er die, wie zuvor erwähnt, die Aktivität im Zusammenhang mit der Nutzung nach außen sichtbar machen und präsentieren. Leider ist es aktuell in der Realität oft noch so, dass es an freien oder geeigneten Räumen mangelt, dass die digitale Erfahrung sehr holprig und unzusammenhängend ist, dass es noch nicht ausreichend viele Lehrende gibt, die entsprechende hybride Lehrkonzepte nutzen und dass der soziale Lernraum der Studierenden sich demgemäß mangels Alternativen oft auf WhatsApp oder Instagram verlagert. Das sind Fragen, denen wir uns stellen müssen und die wir in transdisziplinärer Zusammenarbeit bearbeiten müssen. Folgende Einschränkungen haben wir für das REDI-Projekt, aber sicher gelten die auch für viele andere Projekte, mal für uns festgehalten. Also zum Ersten, Räume sind ein knappes Gut. Ein idealtypischer Raum stand uns zu Projektbeginn auch nicht zur Verfügung. Vorhandene Räume können nur zu einem bestimmten Umfang angepasst werden. Hybride Lehrkonzepte zur Nutzung von REDI-Räumen sind aktuell erst noch im Entstehen und das REDI-Rollout der verschiedenen Komponenten war in mehreren Schritten geplant. Um vor diesem Hintergrund pragmatisch dann zu Lösungen zu kommen, haben wir zunächst ein Mapping der einzelnen Detailfragen und Kompetenzen vorgenommen. Genau. In dieses Mapping sind eingeflossen die Erkenntnisse aus den geführten Experteninterviews, der Best Practice Desk Recherche und der Auseinandersetzung mit den aktuellen Publikationen. Es hatte sich ein Fragenkatalog mit 7 Fragen, ihr müsst die nicht lesen, und verschiedenen Handlungsfeldern herauskritisiert, in denen Bedarfe offenkundig waren. Um unsere Kompetenzen jetzt gezielt einzusetzen und gegebenenfalls weitere Ressourcen wie für den digitalen Zwilling generieren zu können, haben wir ein Mapping mit einer Zuordnung der Bedarfe und Handlungsfelder zu den Fragen erstellt. So war es uns möglich, abzugrenzen, welche Aufgaben in unseren Bereich fielen, welche teilweise auch übergeordnet zu lösen sind, teilweise eben auf strategischer Ebene bearbeitet müssen und was für unser Projekt aber wichtig war, ohne dass es nicht funktioniert, aber trotzdem nicht in unserem Handlungsfeld war. Ergebnisse im Konkreten waren für uns, dass es einer modularen Gestaltung des Raumes bedarf und seiner Einrichtung und wir Gestaltungsprinzipien benötigen, an denen wir uns orientieren können. Und das waren insgesamt 4 Designprinzipien, an denen wir uns da orientiert haben. Erstens, Elemente sollen flexibel nutzbar sein, damit ein hohes Maß an Adaption gegeben ist für die verschiedenen Kontexte, das auch skalierbar und zukunftsfähig ist. Die Mittel sollten nicht für die Aktualisierung von veraltetem Vorhandenem verwendet werden. Das ist die 2. Elemente müssen für jeden Raum ein höheres Lernniveau erheben. Das war uns ganz arg wichtig. Drittens, der Fokus sollte immer auf den Studierendenaktivitäten liegen. Hier ist es nötig, ganz genau hinzuschauen. Denn wenn ich einen großen Lernraum habe, verringert sich meistens die soziale Interaktion. Wenn ich da so ein kleines Lounge-Möbel, wie wir sie auch hier hinten stehen haben, reinsetze, kann ich allein dadurch schon die soziale Interaktion erhöhen. Viertens, Module und ihre Eigenschaften sollten wann immer möglich die Entwicklung von Future Skills fördern. Das war was sehr Spannendes, was wir gemacht haben, dass wir geguckt haben, welche Future Skills haben denn räumliche Anforderungen. Es gibt ein paar, das war ein super schwieriges Mapping, vor allem auch welches Future Skill nimmt man jetzt und welches Modell. Aber das haben wir gemacht und so haben wir auch unsere ganze Gestaltung angeordnet. Rausgekommen ist das hier. Zentraler Bestandteil dieses Konzeptes, das vorweg, ist ein großes Multitouch-Display, welches sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen als Tisch eingesetzt werden kann. Das ist also Präsentations- und Eingabefläche und gleichzeitig auch Tisch. Ausgestattet außerdem mit einem aktuellen PC, einem Konferenzsystem mit Mikrofon und Kamera, bildet es für uns die Schnittstelle zwischen physischem und virtuellem Raum. Es lässt sich auch gut von einer Nutzung in die andere überführen, wodurch sich einige der Bereiche austauschen bzw. überlagern lassen, was wir in den Beispielen schon gesehen hatten. Die Interaktion schärft währenddessen das Bewusstsein für die jeweilige Aktivität. Bedarfe
können dadurch in der Lehrveranstaltung integriert werden. Das heißt, wenn ich irgendwo eine aktivierende Phase haben möchte, dann wechsle ich vielleicht von dem Gruppentisch zu einer Whiteboard-Aktivität. Ich kann damit aber auch thematisch natürlich einen Bruch oder eine Pause erzwingen. Diese Module, die untereinander austauschbar sind, teilweise sich überlagern, haben wir dann idealtypisch kombiniert in dieser Anordnung und haben es dann noch ergänzt um ein Farbkonzept, das versucht, aktivierende und beruhigende Gestaltungselemente einzubringen, um auch auf der Ebene einmal raus aus dem Grau-Grau der meisten Hochschulen zu kommen und auf der anderen Seite aber auch da aktuellen wissenschaftlichen Diskurs einzubringen. Hier sind die Elemente so angeordnet, dass sich auch deren Geräuschemissionen möglichst nicht so überlagert, dass es stört. Deshalb ist die Werkstatt ganz außen und der AR-VR-Bereich, wo ich mich ja in meiner eigenen kleinen Welt befinde und eigentlich jedes Geräusch von außen mich nur verunsichert, ist so weit wie möglich davon entfernt. Wir haben aber festgestellt, um das umzusetzen, braucht es verdammt viel Mut. Ja, genau. Und deshalb lautet die vierte These, es braucht Mut zu neuen Raumnutzungskonzepten. Und wir müssen uns fragen, welche Räume bieten einen Mehrwert für Präsenzarbeit, sowohl von Studierenden als auch von Lehrenden? Und welche Räume werden vielleicht auch durch digitale Lernerfahrungen zunehmend obsolet? Also wie lassen sich Räume so gestalten, dass sie schnell, flexibel anpassbar sind an unterschiedliche Anforderungen, an unterschiedliche Lehrkonzepte und Situationen? Und auch die Frage der Zugänglichkeit wurde ja schon angesprochen, denn was nutzt es, wenn man solche neuen Räume hat und sie Studierenden nicht ohne große organisatorische Hürden zur Verfügung stehen? Und ganz wichtig, solche neuen Raumnutzungskonzepte müssen gemeinsam mit den Studierenden und den Lehrenden in einem co-kreativen Prozess entwickelt werden. Ja, ein Beispiel dafür ist das hier, das ist ein alter Ausstellungskeller im Keller, der wurde co-kreativ zu studentischen Arbeitsplätzen überführt. Wir haben ihn ergänzt um diese kleinen Lounge-Möbel und Schallschutzelemente, weil die Akustik wirklich ganz schwierig ist, die aber gleichzeitig, wieder das Thema Mehrfachnutzung, als Whiteboard, Flächen, Pinnwände etc. pp. Genutzt werden können. Zweiter Raum, sehr spannende Aufgabe war das tatsächlich für uns. Wir hatten einen PC-Arbeitsraum, in dem Gruppenarbeit ermöglicht werden sollte. Ja, wir haben es bisher so gelöst, weil Lieferschwierigkeiten da noch nicht alles da ist, aber die linke Reihe wird ausgetauscht werden durch die großen Multitouch-Tische und dann habe ich da tatsächlich eine Überlagerung um 90 Grad. Damit kommen wir aber auch dazu, nicht nur die Räume lösen sich auf, sondern auch die Rolle der Menschen, die darin interagieren. Ja, genau. Neue Räume brauchen neue Rollen, das ist unsere fünfte These. Und man braucht sich nur mal die Frage stellen, wie kann ein Lehrender im und mit dem Raum als Coach agieren? Und da sind alle Beteiligten herausgefordert, ihr tradiertes Rollenverhalten zu reflektieren und zu verändern. Dazu braucht es dann aber auch ein transparentes und didaktisches Konzept als übergreifendes Rahmenwerk mit Bewertungskriterien und Prinzipien, was allen zur Verfügung steht und gut verständlich vermittelt wurde. Genau, eine Erweiterung der Raumerfahrung durch digitale Kommunikations- und Kollaborationsumgebung erfordert auch eine Anpassung der IT-Strategie. Das heißt, digitale Transformation ist eine große Herausforderung und das bedeutet oft einen völligen Kulturwandel. Zentrale IT-Einheiten müssen sich als Ermöglicher von Eigenengagement und als Unterstützer der unterschiedlichen Akteure verstehen und weniger als Hüter und Beschaffer monolithischer Soft- und Hardwareinfrastruktur. Deshalb wirbt unser Projekt in Gremien wie Expertisezirkeln oder auch im Gespräch mit anderen Verantwortlichen offensiv für eine Weiterentwicklung der Strategie und auch eine neue Rollen- und Aufgabenbeschreibung für die zentrale IT-Organisationseinheit. Denn schnelle Adaption von Technik hat ganz großen Einfluss auf die Gestaltung von hybriden Lernformaten. Ja, weil hybride Lehr- und Lernerfahrungen müssen von Anfang an raumübergreifend gedacht werden, virtuellen und physischen Raum zusammen und brauchen aktuelle und leistungsfähige Ausstattung. Die Verfügbarkeit und der gesicherte nachhaltige Betrieb ist für uns Grundvoraussetzung, reicht aber nicht.
Es braucht zusätzlich eine Schulung von Lehrern und Mitarbeiterinnen in der Nutzung und Konfiguration dieser technischen Ausstattung. Haben wir heute auch schon hier auf dem Podium öfter mal gehört. Es braucht eine fortwährende Reflexion und Rückkopplung aus der Düfung hybrider Lehr- und Lernszenarien in die Arbeit an Curricula, Regeln und Stundenplänen, damit diese nicht Verhinderer von hybriden Lernformaten werden. Diese Entwicklung ist ganz schnell notwendig, denn... Ja, genau. Vielleicht noch schnell zum Schluss unsere achte und letzte These. Die Zukunft schaut uns eindringlich ins Gesicht. Ich habe jetzt einen anderen Ton auf dem Ohr. Ich mache einfach mal weiter. Künstliche Intelligenz, Low-Code-Technologien, intelligent vernetzte Umwelt, Virtual und Augmented Reality sind nur einige der technischen Entwicklungen, die nahezu zeitgleich einen fortgeschrittenen Reifegrad erlangen und damit auch eine große Verfügbarkeit. Viele technische, finanzielle und bedienungsbezogene Hürden sind stark abgesunken oder werden in den nächsten Jahren stark absinken. Und die Integration dieser Technologien ist eine riesige Herausforderung. Vor allem, weil viele Hochschulen und deren Organisationseinheiten aktuell noch auf Kontrolle und Fehlervermeidung ausgerichtet sind, anstatt auf Experimentierfreude und Gestaltungslust. Es wird demnach Aufgabe von Hochschulen sein, und das ist dann der letzte Satz, zum einen einen beherrschbaren Rahmen und eine Kultur zu schaffen, in dem schnell und agil Neues geschaffen und ausprobiert werden kann, und zum anderen Prozesse und Praktiken zu entwickeln, die es erlauben, dass die gesamte Organisation von diesen vielfältigen Trial-and-Error-Versuchen lernen und profitieren kann. Also im Sinne eines neugierig und optimistisch vorwärts stolpernden Suchens nach der Zukunft. So, ich muss mich jetzt leider dazwischen spielen. Ganz, ganz vielen Dank, Tobias Schäder und ich glaube Augsburg muss man sagen, Bastian Koch für die wirklich sehr spannenden Thesen, waren zum Glück keine 95, wie bei Luther. Er steht uns ja hier noch im Raum weiter zur Verfügung, Bastian Koch über Chat, also nutzt gerne die Gelegenheit. Wir konnten es leider jetzt nicht noch weiter diskutieren, aus Zeitgründen, und irgendwie hat sich auch der Ton überlagert. Deswegen aber nochmal ganz, ganz vielen Dank, Tobias Schäder und Bastian Koch, für den sehr spannenden Vortrag. Gerne, danke für die Möglichkeit.